Recht herzlich willkommen zur 241. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir wollen mal gucken, ob wir da was finden, was wir letztes Mal geguckt haben. Ne? Da muss doch irgendwo hier available. Wo sind sie denn in Polar Solar Orbit? Kann das sein, dass das Reaction System LTD dieser angezeigte Dingens ist, das glaube, ne? Reaction System LTD. Und das war hier Position in the Polar Orbit of the Moon. Das ist der Moon. Und hier haben wir noch Test Accelerator. Das haben wir ja schon angenommen. Nee. Das haben wir nicht angenommen, aber das ist okay. From Orbit of the Moon. Rescue Jenny from the surface of Minmus. Okay, das sind die ganz klaren Sachen dafür. Und diese Position Satellite Equator, das ist Reaction System LTD. Das können wir jetzt mal hier sehen, das ist das Ding, oder? Ja, das ist hier dieser Reaction System LTD. Das wäre diese Sache, die wir da annehmen können. Aber wir suchen jetzt immer noch den Typen, den wir hier Tilbert oder so ähnlich, ne? Die Kerbin-Station, die ist. Das ist nix. So, wir vermissen immer noch Save Tibet. Recover Tibet Kerman on Kerbin. Save Tibet Kerman. From Orbit. Ist das jetzt hier die Kapsel? Nein, ne? Ist doch das, was wir jetzt gerade hochgeschossen haben, oder? Oh, das ist jetzt nicht so toll. Ja, das ist Debris und Debris. Aber da sitzt einer drin, oder was? Rescue Cabin Orbit. Okay, das ist die Rakete, die wir hochgeschossen haben. Wir sprachen gerade von diesen beiden. Das ist natürlich nix. Da ist keiner drin, der so heißt. Da auch nicht. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Kann ich irgendwie auch nicht ändern. Mir fehlt der noch. Das ist die Kerbin-Station. Da sitzt ja wohl auch keiner drin, ne? Der so heißt. Tom Ford. Nein. Das passt also auch. Delete Waypoint weg. So, und sonst ist hier nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist das, oder? Das ist der, der da rumfliegt. Das ist die Minmus V6. Und das auch. Da ist also nichts. Wir können auch noch weiter rausgehen und finden nichts, ne? Gehen wir wieder dahin. Also der ist verschollen, oder wie soll man das nennen? Keine Ahnung. Nearby Orbit ist das ja auch, ne? Ich kann leider nichts mehr sehen, was da ist. Das ist jetzt hier unser Ding. Unsere letzte Rakete. Wir haben dieses Teil, was nichts bringt. Da ist die Kerbin-Station. Das ist Rescue Kerbin Orbit. Das ist der Debris. Und der nächste Debris. Wo ist der? Achso. Nee, das ist Kerbin-Station. Weiß auch keiner wieder, ne? Und das ist hier irgendwo. Okay, alles klar. Den haben wir da noch umfliegen. Den Dreck. Ja.
Also uns fehlt der Typ da. Das bedeutet, wir gehen einmal... Achso, wir haben ja auch alles ausgeschaltet, ne? Ups, das war jetzt nicht so der Bringer. Nicht, dass der hier noch irgendwo bei rumfliegt, irgendwie so, keine Ahnung. Weltraumschrott ein aus. Nicht, dass wir da was verkehrt gemacht haben nachher, ne? Da ist aber nichts drin. Geh mal alle durch gerade. Nicht, dass wir da was falsch gemacht haben. Lost in Space, oder wie heißt das dann? So, jetzt sind wir da durch. Da war ja wer drin, ist klar. Da müssen auch welche drin sein. Luna ohne Wiederkehr fliegt irgendwie weg, ist auch klar. Das ist die Kerbin Station. So, jetzt ist hier nichts auf mehr. Ist nur gerade, das liegt daran, dass dann da hier keine Leute in irgendeiner Form drin sein sollten. Ja, die haben wir gerade hochgeschossen, ne? Und da gibt's nichts. Also das heißt, hier ist definitiv nichts bei. Und hier dürfte auch nichts bei sein. Da gibt's noch 5. Da ist aber auch nichts bei gewesen. Kannst du ausmachen. Was haben wir hier noch? Minimus V3 Relay. Da war auch nichts bei. Das sind nur Flaggen. Und hier haben wir noch. Flaggen aus, den Toggle Sides. Ich weiß nicht, Sides, das ist, ach so, Sides ist klar, ne? Ja, das bedeutet, das war's dann, ne? Da ist das Fähnchen dafür. Ich weiß nicht, wo der ist. Können wir zurückspringen, können das Ding rauslöschen. Hat ja keinen Sinn. Ne? Und das ist aktiv, oder wie war das? Ja, zack. Cancel Contract. Ich weiß nicht, wo er war.
Dieser Bug, der geht mir jetzt gerade, ne, gegen den Senkel. Aktiv, da waren wir. Das läuft. Da ist nix. Position in a Spitfire Orbit of Luna. Rescue Buzzfeed from Orbit of Minmus. Da sind wir schon unterwegs. Da auch Position in a Spitfire Orbit of Luna. Sind wir unterwegs. Rescue Junkard from Orbit of Minmus. Junkard von Minmus. Da werden wir jetzt nicht mit dem Ding hinkommen. Ja gut, ist das halt so, ne? Ja, was machen wir dann? Jetzt haben wir wieder Zeit vertändelt beim Suchen eines Problems, welches wir gar nicht haben, oder wie? 170. Spezialkonstruktion hatten wir da. Und ja. Überschallflug. Was war das für ein Ding? Das ist die Advanced Grabbing Unit. Okay. Zellantriebe. Ja, okay, das lassen wir erstmal noch sein hier. Nicht, dass der hier irgendwo in der Lounge rumhängt, ne? Nee. Was haben wir sonst noch so? Verwaltungsgebäude? Fundraising-Kampagne. Achso, hier sind wir auch, da haben wir auch nichts gemacht bisher, ne? Was haben wir denn hier so? Can I like to raise Lisa money by exploding? Money, okay. Scientist, Setup Cost 35 Sterne. Public Relations haben wir noch, Operations. Aktive Strategien haben wir keine. Können maximal eine nehmen. Na, ich glaube, da kommen wir auch gerade nicht weiter. Das ist alles. Was haben wir denn da? Ja, fahren wir es? Achso. Wie können wir da? Achso, da können wir unseren Fahne da dran hängen oder was? Akzeptieren. Gut. Jetzt hängt die da, ne? Ja. Die zwei sind da oben. Was wollen wir mit denen machen? Die können ja jetzt noch weiter rumfliegen, bis irgendwann eine Aufgabe kommt und dann nehmen wir die an, oder wie? Und was machen wir dann? Den nächsten Teil hier raussuchen. Build a new orbital station around Minmus. Ein Dockingport, Strom und eine Antenne brauchen wir. Have a facility supporting at least even 11, least 11 fiber cables. Have a viewing cupola. On the station, have 4000 units of liquid fuel in your station. Das ist ja so ein Unding wieder, was wir da angenommen haben. Okay, die letzten zwei Punkte sind schon mal klar. 4000 units of liquid fuel in your station. Have a viewing cupola on the station. Was ist denn der viewing cupola? Facility reporting at least 11 Leute sollen wir damit hinbringen, ey, Alter. M kaputt 3, das waren 3 Leute. Ja. Und dann brauchen wir noch mehr Besatzungsmitglieder. Crew Capacity 1.
Warte mal, da müssen wir mal gucken, da gibt es ja noch so Nutzlast. Nee, das war das nicht. Hier, das ist das, ne? Zwei Leute gehen da rein. Da gehen Vierer rein. Drei, vier, sieben. Ja, und nochmal, da sind dann elf, ne, oder? Vier und acht sind elf. Parachute. Was war das für ein Ding? Multi New Station, that has an Antenna. Eine Antenne brauchen wir noch. Strom war auch gefragt, ne? Ne, der ist aber so klein. Machen wir erstmal die Antenne da dran, ne? Ein Docking Port brauchen wir auch noch. Machen wir da mal zwei raus. Ja. Machen wir da mal zwei raus und Docking Port. Trennung. Docking Port Junior. Ich würde da vier dran machen dann. Zack. So, Antenne haben wir. Built in new station, that has an antenna, also docking port and can generate power. Also Strom muss es auch noch generieren können. Power, wo ist der Blitz? Da ist der Blitz. Ne, dann machen wir das dahin. Wie viel hat der? Electric Charge 400, Electric Charge 100. Dann nehmen wir die 400 und packen die da dran. Und brauchen dann noch Strom in Form von den Dingern. Wie sieht denn das aus? So, gut. Also die vier sind schon mal passend. Have a facility supporting at least 11 Kabels. Ja, have a viewing cupola. A viewing cupola. Nützliche Gegenstände. Parachute. Ja, das ist jetzt nicht, das muss ja irgendwas Science-Technisches sein, ne? Warte mal, den nehmen wir schon mal definitiv da oben drauf mit. Und ein Barometer brauchen wir auch, aber wir nehmen nur eins mit. Da können wir nämlich noch was messen. Wie viel können denn? Crew Capacity 2, okay. Den nehmen wir auch mit und packen den aber auf die Seite. Und das Thermometer packen wir natürlich auch rein. Das kommt dahin. Computer Flight Unit. Naja, das waren die Antennen. Strom war klar. So, 4000 Liquids brauchen wir noch, ne? Thermal Control System. Was haben wir denn noch hier? Nutzlast, ist klar.
Das ist das. Diese Sachen alle brauchen wir nicht. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir da noch dran erbauen, ne? Parachute. MK25 ist der dicker, oder was? Ja, wird wohl der richtige sein. Den nehmen wir mal zur Sicherheit da oben dran mit. Crew Cabin ist klar. Ja, ich weiß nicht, was sonst noch. Processing Lab. Haben wir. Das brauchen wir nicht. Thermometer haben wir. Antennen sind klar. Elektronik haben wir. Und das können wir auseinanderfalten. Hitzeschild brauchen wir nicht. Und das Viewing, weiß ich nicht, wo ich das herkriege, dieses. Service Bay. Docking Port haben wir. Das ist alle nix. Achso, wir brauchen noch 4000 Units Sprit, ne? Okay. 4000 Units of Liquid Fuel in your Station. Liquid Fuel. Hawkomax Band Adapter. Triebwerke. Treibstofftanks. 4000. Liquid Fuel 90, 180, 360, 400, davon 10 Stück bitte. Dafür 4000 Units, das ist schon richtig, was ich da gelesen habe. Der hat 1440. Ding. Ja, ist erstmal so, ne? Wie viel sind das jetzt? 2880. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie viel das sein soll. Das war falsch. Ich brauche den. Da hätten wir jetzt 4000. So viel muss es sein, oder was? Und dann brauchen wir noch ein Triebwerk darunter auch noch. Das muss noch höher. Das war jetzt wahrscheinlich nichts. Nö. Zoom mal raus. Das war das Thermometer. Boah, das ist ja voll nervig. So, ist es jetzt da? Ja, jetzt ist es da. Passt. Jetzt brauchen wir dann noch so vier Dinger hiervon. Ne, passte schon.
Und jetzt brauchen wir noch ein paar Raketen da dran, ne? Die das dann hochbringen, ne? Dann ein paar Nose Cones. Aerodynamikteile waren da. Da sind doch die Nose Cones auch bei, oder? Ah ne, der bringt dann auch noch Sprit mit, ne? Aber das bringt ja nichts, weil das Feststoffraketen sind. Da ist auch Sprit drin. Ich brauche das nicht. Ich brauche nur die Nose Cones ohne alles. Das ist ein Adapter. Wo waren die anderen Nose Cones denn jetzt? Ja. Konstruktion. Ja, sehr interessant. Ha? Übersehe ich die jetzt voll, die blauen Dinger? Die sahen so aus wie die. Ah, nee, das ist... Nee, 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 das ist alles falsch. Hier ist es auch nicht bei. Was ist denn das für ein Ding? Stay Putnik. Da ist es doch. Cupola Modul. Das wollen die auch mit haben. Alles klar, wenn ich das jetzt hier verändere. Okay, ich weiß nicht. Oh, wir sind schon ziemlich zeitig voran. Ich glaube, wir müssen nur gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass das Teil dabei ist. Okay. Wenn ich jetzt das da abmache, das da drunter bastel, geht nicht gerade. Aha. Warum kann das Ding da nicht einfach sitzen bleiben, während ich es annehme? Ach doch, das ist so groß. Wie viele Personen gehen da rein? Einer. Das bringt ja total viel, ne? Das bedeutet, das müssen wir nochmal umbauen. Ja, aber ich glaube, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und puh. Ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ja, schreibt einen Kommentar rein. Das Ding wird wahrscheinlich gar nicht fliegen, aber es ist halt mal ein Testversuch. Wir können das ja mal gerade einmal noch auf die Rampe stellen. Craft is too heavy. Alles klar, da wissen wir das auch. Geht nicht. Müssen wir da nochmal dran erarbeiten. Da sind ja auch noch ein paar Sachen offen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis dann. Tschüss.